Jetzt wollen wir uns Shiny Gold im letzten Silhouettenlevel des Spiels holen. Und zwar Level 66 Schattenlawine. Ein wirklich richtig cooles Level. Denn, ja, hier wird auch wieder eben mit den Silhouetten gearbeitet und das bei einem Schneesturm. Und, wow, ist der Anfang kacke. Okay. Die Zeit ist 1,52. Ich dachte eigentlich, das wäre weniger, weil... ja, ich dachte eigentlich, das Level wäre gar nicht mal so lang. Aber offenbar ja schon. Ja, okay, der Anfang geht doch. Ja. So halb. Wow, 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 wow. Ich dachte eigentlich auch wirklich, das wird hier auch gar nicht... Shit, warten! Oh Gott. Das wird hier gar nicht so schwierig, dachte ich. Aber ich könnte mich täuschen. So, ein Partner wäre mal ganz gut. Ah, kommt wie gerufen. Vielen Dank, Dixie. Okay. Ja, ja. Ja, beim ersten Mal ist es natürlich immer schwierig, wenn man ein Level im Zeitlaufmodus macht, weil man kennt das Level halt noch nicht in- und auswendig. Also wenn man es schon 20 Mal hintereinander oder so gespielt hat. Das geht! Ja, das geht. Sehr knapp, aber es funktioniert. Okay. Also zufrieden bin ich mit dem Lauf jetzt natürlich noch nicht. Ist ja ganz logisch, ich habe einige Fehler gemacht, aber wenn man mal bedenkt, dass es der erste Versuch ist, dann ist es eigentlich schon relativ gut für den ersten, finde ich. Also da kann ich mir jetzt echt nicht beschweren. Ah, da kann ich normalen Fische schießen, da hätte ich jetzt drauf jumpen können und einiges nochmal an Zeit gewinnen können, aber nee. Hallo? Achso, da oben. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen und dachte mir so, what? Ja, es könnte sogar schon Gold werden, aber das schaffen wir ja öfters im ersten Versuch, dass wir Gold kriegen, aber Shiny halt. Nur sehr, sehr selten. So. Sie? Ja, schauen wir mal. 44, wenn das jetzt tatsächlich schon Shiny ist, dann wäre das First Try. Wie episch wäre das? Schade. Ach du Scheiße. Okay. 10 Sekunden besser. Nee. Nee. Wenn es jetzt 3 Sekunden besser gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay, das... Na, fuck. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist trotzdem mega easy, weil... Ja, im ersten Versuch kann man nicht alles perfekt machen. Aber 10 Sekunden, muss ich ehrlich sagen, ist dann doch schon eine ganze Menge. Und auch ein bisschen zu viel irgendwie. Also, ja, es wird dann wohl doch... Kein so Spaziergang, wie ich das dachte. Schade. Soll hier einmal warten und dann erst hoch? Okay. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen schneller gemacht. Ja, ihr seht, der erste Versuch im Vergleich, oder der, andersrum gesagt, der zweite Versuch im Vergleich zum ersten ist wirklich schon deutlich besser, weil man halt das Level schon ein bisschen mehr kennt. Natürlich kennt man es noch nicht in- und auswendig. Aber man... Fuck. Aber man kennt es halt schon ein bisschen besser. Und das reicht dann schon für... Ein paar Sekunden, die man rausholen kann, aber bestimmt keine 10. Fuck. Du, du, du. Hier hören wir jetzt wieder übrigens diese epische Musik, die auch schon in Level 6.1 gespielt hat und die teilweise auch schon bei der letzten Challenge gespielt hat, denn in Level 6.5 spielt ja Anime Mix dieser Musik, aber eher ein chilliger und das hier ist die epische Variante von diesem Song, sage ich jetzt mal. Okay. Das finde ich auch so cool, wie hier alles zusammenbricht. Und hier einfach sofort hoch. Weil vorhin habe ich da aus irgendeinem Grund gewartet. Aber das ist eher schlecht, weil... Ja, fuck. Weil warten ist nie gut. Und das war auch mega behindert. Die Stelle ist aber auch kacke. Weil die Pinguine sind ziemlich behindert angeordnet, finde ich. Weil auf den ersten komme ich unmöglich drauf, weil der zu weit vorne ist. Aber ich glaube, auf den hintersten komme ich auch... Fuck. Ich glaube, auf den hintersten komme ich auch nicht drauf, weil der zu weit weg ist. Auf den mittleren komme ich, glaube ich, drauf, aber der ist... Ich weiß nicht, irgendwie die Position von dem gefällt mir auch nicht so. Keine Ahnung, ist nur eine persönliche Einschätzung von mir. Was war das denn jetzt wieder? Ich wollte eigentlich gar nicht auf den Pinguin jumpen, habe es aber trotzdem gemacht, irgendwie. Und das hat mich jetzt ein bisschen was an Zeit gekostet, leider. Kann ich eigentlich hier gleich direkt rechts rüber? Nein, kann ich nicht, weil ich muss in das Fass. Okay. Ja, die Zeit von diesem Versuch ist relativ schlecht, ist mir klar, aber... Ja, ist jetzt nicht so schlimm.
Dass wir es noch nicht in dem Boah, die Stelle ist auch mega behindert. Dass wir es noch nicht in diesem Versuch schaffen, ist mir schon auch klar. Oh, das ist auch immer mega knapp. Ich schaff's fast nicht, die Liane zu greifen, nur gerade so. Oh Gott. Okay, okay, okay. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Genau, das bricht zusammen. Dann kommt das runter. Dann muss ich hier hoch. Und dann kommt das hier, wo ich hier sofort hoch muss. Ja, ihr seht, man muss es halt wirklich auswendig lernen, wie in jedem Level im Prinzip. Dann hier hoch. Eule. Eule! What the fuck? Was war das denn jetzt für ein Fail? Okay, das bleibt hier unendlich lang, oder? Das ist cool. So, auf den mit... Ja, seht ihr? Auf den mittleren drauf geht auch nicht wirklich. Egal auf welchen ich drauf will, ist es behindert. Ha. Und auf den obersten... Also auf den untersten komme ich auf gar keinen Fall drauf. Das ist völlig unmöglich. Und ja, selbst der mittlere ist noch zu weit vorne. Aber der hintere ist zu weit hinten. Also was mache ich da? Keine Ahnung. Ha. Schwierig. Ach scheiße, verdammt, habe ich vergessen, dass ich da warten muss. Schlecht, schlecht, schlecht. Und hier am besten... Ja, nee, nicht so. Ich wollte sagen, hier landen und dann eine Rolle machen. Ja, komm, Neustart, das wird ja so nix. Ja, ich glaube, das wird eher wieder so wie in Level 6-5. Denn die ersten vier Level von dieser Welt liefen ja, was den Zeitlauf angeht, enorm gut. Haben wir... Ja, was mache ich denn? Haben wir ultra schnell hingekriegt. Jetzt habe ich es vergessen, dass ich da warten muss. Aber Level 6-5 hat schon ewig lang gedauert. Und ich glaube, das hier wird auch einige Zeit lang... Genau, einige Zeit lang... dauern. Es ist aber hier in Welt 6 auch wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen den ersten vier Leveln und jetzt Level 6-5 und dem hier auch. Also ich glaube, das hier wird nicht ganz so schwer wie Level 6-5. Aber einfach wird es trotzdem nicht. Ja, und hier wollte ich jetzt Dixie vorhin wieder cool nehmen und sofort weiterrollen, aber das lasse ich lieber, ist mir zu riskant. Wie komme ich denn an dem Idioten schneller vorbei? Der ist auch... Der ist sowas von im Weg. Und ihr wisst ja, wie ich sowas hasse, wenn ein Gegner genau im Weg ist und man einfach nicht an ihm vorbeikommt. Und das ist mir wieder mal so ein Fall, wo das... so ein Fall, wo das der Fall ist. So. Was kommt jetzt? Ah, das hier, okay, das ist kein Problem. Ah, okay. Und der kackt wieder. Lass mich in Ruhe. Danke. Gleich hier landen. Oh Gott. Okay, ich hab's noch gerade so hingekriegt. Und hier einfach links an dem vorbei. Und ich versuche jetzt gleich auf dem obersten Pinguin zu landen. Keine Ahnung, ob das mehr von Erfolg gekrönt ist. Wow, das war nice. Sowas kann ich natürlich machen, okay. Aber das werde ich nicht jedes Mal hinkriegen. Aber wenn ich jetzt nicht auf den ersten Pinguin irgendwie durch ein Wunder gesprungen wäre, dann hätte ich es nicht geschafft, den obersten zu erwischen. Mach! Was war jetzt meine Zeit vorhin? 34, oder? Ja. Habe ich jetzt gerade eben irgendeinen heftigen Patzer gehabt? Ja, ich glaube so ein paar kleinere. Ich glaube, ich habe keinen mega großen gehabt, aber so ein paar kleinere. Und übrigens, ich muss sagen, der Anfang gefällt mir auch nicht. Ja, denn ich hüpfe auf diesem Honk. Shit. Und lande dann genau so, dass ich auf der Kante lande von der nächsten Plattform und kann aber keine Rolle mehr machen, sondern fall einfach runter und verliere dadurch Zeit. Das... Ah, fuck! Deswegen probiere ich es jetzt mal so, dass ich keinen hohen Sprung von dem Gegner wegmache. Und dann einfach danach noch eine Rolle mache.
So nämlich. Und dann noch durch den hier durchrollen. Ja, das ist schneller. Das hilft mir jetzt zwar auch nicht so viel, aber ein bisschen was halt. Und... Nein! Wenn ich da schnell genug wäre und den umrollen könnte, bevor er dazu kommt, seinen Fisch abzuschießen, dann wäre das auch ziemlich nice. Da kann ich dann auch nochmal ein bisschen was rausholen. Dann hätte ich den Anfang schon echt relativ schnell... Aha. Relativ schnell drauf. Seht ihr das? Nein, ich habe doch gar nicht gedrückt. Ich bin aus Versehen auf den Sprungknopf gekommen, aber nur aus Versehen. Ach man. Ach, das behindert. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, wir machen mal noch weiter. So. Wie komme ich denn an dem jetzt schneller vom... Ja, so. Aber wirklich schnell ist das jetzt auch nicht. Aber mir fällt da keine schnellere Möglichkeit ein, wie man das machen könnte. Das ist eine richtige Kackstelle. Aber eine richtige Kackstelle ist das. Und hier sollte ich wahrscheinlich sowas machen. Das holt mir auch nochmal ein bisschen Zeit raus. Ja, okay, ich glaube, wenn wir es jetzt so mit dem Versuch ins Ziel schaffen würden, dann hätten wir vielleicht die Zeit. Aber ich wurde halt getroffen, deswegen bringt mir das leider nichts. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, und ich... Wie mache ich denn das jetzt hier? Ich versuche doch nochmal auf die mittleren zu landen. Ja, okay. Ist zwar nicht perfekt, weil so wie ich es vorhin gemacht habe, war es auf jeden Fall besser. Aber so ist es halt deutlich möglicher. Hier kann man auch in die Lawine reinrollen und kriegt das fast trotzdem. Und das wäre 34. Yep. Okay, wenn ich mich nicht hätte treffen lassen, dann hätten wir es. Yay, ich bin der Allerbeste. Wo habe ich mich denn überhaupt treffen lassen? Ich glaube wieder an einer mega billigen Stelle. Ah ja, genau, weil... Ah, fuck. Oh, Moment. Es klappt. Ja, so halb. Ich wollte eigentlich neu starten, aber... Ja, ist egal. Ja, ich habe mich treffen lassen, weil ich bei dem Fass nicht habe warten können, um mich abschießen zu lassen. Echt, das habe ich wieder richtig toll gemacht. Echt richtig toll gemacht. So. Fuck! Ja, aber wir sind kurz davor, es zu schaffen. Also das wird, hoffe ich, nicht eine halbe Stunde dauern. So, roll. Genau. Okay. Nein, ich habe wieder nicht gewartet. Ey, das gibt's doch nicht. Warum bin ich da so blöd und kann nicht warten? Das ist eh nur... Ich muss nur eine Millisekunde oder so warten. Also wirklich nur ganz, ganz kurz. Aber ich bin da irgendwie trotzdem zu blöd dafür. Ja, das war jetzt... Ich dachte, ich wäre schon tot. Und würde gar nicht mehr auf die eine Plattform raufkommen. Deswegen habe ich schon aufgehört zu denken. Und deswegen... Nur noch Scheiße gemacht. Fuck, ey. Ja, leck mich doch am Arsch. Also wir haben gleich schon eine Viertelstunde um. Was mache ich denn jetzt immer? Mann, keinen hohen Sprung von dem Gegner, Gottverdammt. Merkt ihr es jetzt endlich, Gehirn? Ernsthaft. Also wie gesagt, eine halbe Stunde. Ich glaube nicht, dass es eine halbe Stunde wird. Wir hatten es ja gerade eben schon, aber wenn ich halt nicht der ungeduldigste Mensch der Welt wäre, dann hätten wir es auch schon geschafft. So, warten. Nur ganz, ganz kurz. Seht ihr, ich muss nur minimal warten und dann passt es schon. Aber selbst für diesen minimalen extra Zeitaufwand, nee, das, selbst das schaffe ich nicht. Aus irgendeinem Grund. So. Ja, das war jetzt auch nicht ganz perfekt. Ja, das muss ich so mal. Ich weiß nicht, wie ich das schneller hinkriegen soll. Da bin ich schon... Das habe ich jetzt ein bisschen schneller gemacht. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Speedrunner. Wie die das schnell hinkriegen. Okay. Keine Scheiße jetzt mehr bauen. Das ist ein relativ guter Versuch, glaube ich. Ich wäre fast runtergefallen, wäre nicht auf dem Gegner gelandet. Das wäre richtig fail gewesen. Okay, was kommt denn noch? Der letzte Abschnitt. Und der ist relativ schwierig, wie wir alle wissen. Okay, chill. Gleich hier rechts landen. Was war... Ja, ist okay. Ist okay. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich unbedingt wollte, aber... Ja, passt schon, denke ich. Na! Okay, auf den mittleren landen. Ja, ja.
Ich habe jetzt so ein paar kleinere Fehler noch gemacht. Ich weiß nicht, ob das reicht und ob das eine 34er Zeit wird. Ich glaube eigentlich nicht. Na, das wird eng. Nein! Zieh raus! Nein! Nur weil ich es nicht erwischt habe. Ich habe es wieder nicht erwischt. Oh, wehe, wenn es erst auf 34 shiny ist. Nein, okay, 35 reicht auch. Habt ihr das gesehen? Ich war wieder zu blöd, das Ding zu greifen und es rauszuziehen. Boah, ich habe da echt einen Herzinfarkt gekriegt. Ich denk immer, ich muss mich ein Stück nach rechts bewegen, weil er sonst nicht greift. Aber das ist ein absoluter Fehler, weil wenn ich mich nur ein bisschen nach rechts bewege, dann kann ich es nicht mehr greifen, dann stehe ich zu weit weg. Oh, Alter. Nervenkitzel pur wieder mal. Aber wir haben es geschafft. Und das geht nochmal 13 Sekunden besser. Der erste hat sich treffen lassen, die hier nicht, aber die schon. Das ist interessant. Und alle nehmen Dixie. Okay, kein Cranky diesmal. Ja, aber Cranky bringt einem auch nicht wirklich was in dem Level. Muss man sagen. Und ja, 13 Sekunden. 13 bzw. 14 Sekunden schneller als ich. Ist schon ordentlich. Und jetzt gucken wir uns den doch mal an. Okay, er kriegt es irgendwie hin, dass er da gleich rüberspringt, aber das ist noch im Prinzip genauso. Und hier wartet er so. Ah, okay. Ja. Da hat er ein bisschen gewartet und das dann aber später ausgenutzt. Oh, deshalb macht er auch viel schneller, ja. So, wo benutzt er jetzt Dixie überall? Wie macht er das? Ja, das ist auch nicht ganz perfekt, wie er es gemacht hat. Also, ich weiß nicht, ob es besser geht, aber es ist nicht ganz perfekt. Was macht der denn jetzt? Hä? Hat er sich gerade eben mit Absicht treffen lassen? Damit das Ding noch schnell genug runterfällt? Ich bin verwirrt. Hat er das mit Absicht gemacht oder ist seine Zeit einfach nicht perfekt? Und es geht noch besser. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich verwirrend und komisch. Irgendwie. Ja, lol, das sieht gar nichts und schafft es trotzdem. Und das hat er genauso gemacht, wie ich vorhin aus Versehen. Habt ihr das gesehen? Lol! Was macht der denn? Der springt da einfach rechts in die Tiefe, wo eigentlich der Tod ist. Und... Wahnsinn. Okay, nicht schlecht, mein Lieber. Aber, dass er sich das eine Mal hat er das wirklich nur gemacht, damit das Teil noch rechtzeitig runterfällt. Also ein paar Stellen war im Mittelteil, da waren ein paar Stellen ein bisschen komisch. Da habe ich das Gefühl, die gehen noch schneller. Aber der zweite ist fast eine ganze Sekunde weg von ihm. Das wundert mich auch ein bisschen. Hm. Ja. Ist ja egal, hat mich nicht zu interessieren. Das ging jetzt mittelschnell. Jetzt hatten wir bisher alles, die ersten vier Level mega schnell, fünfte Level ewig lang und das jetzt gerade mittelschnell. Und beim nächsten Mal in der Kühlkammer werden wir sehen, ob es sehr schnell, mittelschnell oder überhaupt nicht schnell geht und so. Bis dann!